Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Die Belagerung von Paris tobt. Eivor macht sich auf den Weg und will Graf Odo nochmal zur Rede stellen, um das Blutvergießen hier vielleicht zu beenden. Denn es sterben echt viel zu viele Leute und vor allem auch viele Zivilisten, Frauen und Kinder, weil Siegfried auch irgendwie in Blutfrausch verfallen ist. Und wir wollen das Ganze hier stoppen. So, und die andere Geschichte mit dem Sohn, mit Charles, hätte mir glaube ich, auch nicht so gut gefallen. Warum noch das Kind mit reinziehen in diese ganze Sache? Und ich bin auch der Meinung, dass Bernard, also der Sohn, viel besser aufgehoben ist bei der Königin Richardes, weil er da auch besser behandelt wird und sowas. Und vielleicht auch ein besserer Mensch werden könnte, als wenn der Charles ihn noch irgendwie manipuliert. Deswegen hoffe ich, dass die Sache mit dem Sohn rausbleibt, weil ich traue Charles sowieso nicht mehr und auch, ja, finde ich die Entscheidung auch nicht gut, wenn da noch was kommen sollte. Deswegen kümmern wir uns jetzt hier um Graf Odo. Also schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Mal gucken, was wir hier noch erfahren können. Gibt wieder Hinweise, um in den Palast zu kommen. Was? Ah. Komm und sterb! Ich habe mich gerade versteckt. Wer ist mit uns? Wer ist mit uns? So, die hier müssen erstmal weg, glaube ich. Viel zu langsam. So, mal weggemacht hier mit der Bombe. Du bist erbärmlich. Du kennst mich gar nicht. Hast du einen Speer in der Brust? So. Ein paar Leute müssen wir noch ausschalten. Aber hier, den Brief lesen wir auf jeden Fall nochmal. Lästige Dienstmagd, Hauptmann. Eine Verrückte spukt in den Tunneln unter dem Palais, stört unsere Patrouillen. Wir glauben, sie versteckt dort unten etwas. Diese Frau ist eine der Palastmägde. Wirst du jemanden schicken, um mehr über sie herauszufinden? Die Magd kann in den östlichen Gärten gefunden werden, wenn sie Pause macht. Folge den Hinweisen, indem du die Nebenziele auf deinem Kompass ansteuerst. Eine Magd in den östlichen Gärten des Palastes hat etwas zu verbergen. Okay, dann gucken wir mal. Es gibt Gerüste in der Nähe. Wird das unschön. In der Nähe eines offenen Fensters. Okay, wir gehen erstmal in die östlichen Gärten. Versuchen da mal mit der Magd zu reden. Eine Wache steht hier. Wir gucken mal. Oder ich guck mal, ob ich hier einfach dran vorbeischleichen kann. Hier ist schon der östliche Garten. Okay, gucken wir mal. Du schleißt dich in den Palast für ein Stell dich ein. Wie kannst du ausgerechnet an diesen Tag an die Fleischeslust denken? Vielleicht sterben wir heute. Soll ich in meinen letzten Minuten den Boden putzen oder Liebe machen? Oh Gott, erbarme sich deiner Seele, Albreda, so durch die Hintertür zu schleichen. Liebe machen. Wenn ich dieser liebestollen Magd folge, komme ich sicher in den Palast. Okay, machen wir das. Wer bist du? Und was machst du hier? Oh. Bist du aus einer Zelle ausgebrochen? Wer ich? Was auch immer du tust, lass es. Mein Liebster kommt gleich und sperrt dich weg. Ja, ich will dir nichts tun. Ich will nur den Weg sehen, den du hier gehst. Boah, wie das hier ruckelt, ey. Die Belagerung von Paris, da gibt es echt ein paar Performance-Schwierigkeiten hier in der Schlacht. Diese Tunnel dürften direkt unter den Palast führen. Okay, dann sind wir schon mal unter dem Palast. Dankeschön. Und jetzt viel Spaß hier mit, im Bettchen mit deinem Liebsten. Nee, warum nicht? Wenn vielleicht das Ende nah ist, warum nicht einfach nochmal ein bisschen Spaß haben? Kann ich voll nachvollziehen. Hüter meines Herzens, meine liebe Kerkermeister, mein lieber Kerkermeister. Ah, das ist auch hier von der Dame. Dem... Mhm. Die hat wohl hier echt mit jedem was. Rüstung gibt's ja auch fett. Okay. Köcher voll. Keine Wachen hier? Na gut, die sind oben alle mit der Schlacht beschäftigt halt wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier noch? Weiterer Hinweis? Der Kerkermeister hat nach dieser Nachricht wohl den Schlüssel mitgenommen.
Guter Herr, Odo befiehlt dir, nach oben zu gehen und die Fenster zu vernageln. Ich habe die unterirdischen Tunnel zum anderen Flügel bereits verschlossen. Bewache diesen Schlüssel gut und möge Gott uns alle retten. Henriette. Okay. Der Kerkermeister ist im Palast und hat einen Schlüssel zu den unterirdischen Zellen. Also der Schlüssel hierher. Scheißendreck. Also da lang gehen und wieder nach oben. Schlüssel finden. Da hoch. Ah, die kenne ich nicht. Da oben sind auf jeden Fall viele. Wer von euch hat den Schlüssel? Noch habe ich ihn nicht erspähen können. Jetzt, da ich im Palast bin, brauche ich jemanden, der mich zu Odo führt. Ja, wir brauchen... Weil der Kerkermeister sollte irgendwo... Ah, da ist noch jemand. Da ist ein Schlüssel. Irgendwo Fenster vernageln, ne? Ich denke mal im oberen Bereich. Die machen jetzt noch sauber? Digga, hier brennt gleich alles. Das sind Fette. Ist das der Kerkermeister? Nee. Oder? Ich rede mal mit ihm. Verzeihung, werte Herren. Wo dürfte wohl Graf Odo zu finden sein? Graf Odo? Wen kümmert der denn? Wo ist unser guter Freund Walter von Zenz? Warum? Wer ist Walter von Zenz? Ein großer Krieger? Walter? Ein Krieger? Nein, er ist Odos Familienpriester. Er fleht Odo an, uns mehr Wein zu geben. Wir wollen sturzbetrunken sein, wenn die Nordleute hier reinstürmen. Odos Priester könnte mich zu Odo führen. Doch dafür muss ich an den Wachen vorbei zum Dienstbotenflügel. Ja, entweder das. Also ich habe jetzt mehrere Wege. Vielleicht gibt es einen Weg, an den Wachen vorbeizukommen. Odos Priester Walter könnte im Dienstbodenflügel sein oder der Kerkermeisterschlüssel. Kerkermeisterschlüssel. Da ist ein Schlüssel, aber das ist ja ganz woanders. Das ist im Nebenraum. Mit dem Betrunkenen könnte ich vielleicht an den Wachen vorbei. Gibt es noch einen anderen Weg zum Kerkermeister? Nee, warte, das da könnte auch der Kerkermeister sein, der da. Der hat auch einen Schlüssel. Passt auf, ich bin hier der Kerkermeister. Wenn ich sage, vernagelt die Mauern, dann vernagelt ihr die Mauern. Okay, finde ich gut. Hier wird alles vernagelt. Dann schnappe ich mir lieber den Kerkermeister. Wo ist er jetzt hin? Da. Hey, aber... Bote, es gab... Dieser Schlüssel sieht aus, als wäre er für etwas sehr Wichtiges. So, ich wollte ihn eigentlich bestehlen, aber das hat er mitbekommen. Also danach lieber dann ganz ausschalten. Okay, dann gehe ich nochmal wieder runter. Zu der Schlüsseltür hier. Hier führen echt mehrere Wege jetzt ans Ziel, was wir da machen können. Okay. Die unterirdischen Zellen führen tiefer in den Palast hinein. Ja, merke ich gerade. Wieder zwei weniger. Alter, der ist aber hier auch gut durchgebraten hier über dem Feuer, oder? Wie brutal. Können wir mit den Leuten reden oder rauslassen? Nee. Oh, da ist ja noch jemand. Mehr hier. Nein. Bisher nicht. Okay, gehen wir schneller. Hier geht's auch wieder nach oben jetzt, also. Jetzt sind wir vielleicht an der Position hinter den Wachen, oder? In dem Bereich. Oh, Herrin, warum sich der Graf deiner nicht widmet? Ich werde es nie verstehen. Die Mutter seiner Kinder, unglaublich. So ein Starrkopf, dieser Odo.
Und dieser erbärmliche Walter von Zenz, zu betrunken, um die letzte Ölung zu geben. Es ist ein Hohn. Okay. In der Küche könnten Hinweise zu finden sein. Die Sache mit dem Priester können wir auch von der Seite immer noch machen. Da ist auch noch jemand oben über uns. Okay, hier sind wir in der Küche. Verzeih, ist dieses Essen für Graf Odo? Nein, für Theoderade, seine Gattin. Sie ist dem Tode nahe. Und echt? Wer bist du in dieser Aufmachung? Eine friesische Heilerin. Was fehlt der Dame denn? Sie half verwundeten Soldaten vor den Mauern und wurde von einem Pfeil in den Bauch getroffen. Oh. Überrede diesen wertlosen Priester Walter, ihr die letzte Ölung zu geben, wenn du kannst. Er ist oben. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Genau, ich bin Arzt, friesische Heilerin. Hm. Kennt man ja. Also jetzt da oben. Da. Ein Pfeil in den Bauch. Das ist da auch sehr schmerzhaft. Ist der Priester hier? Nee. Da oben? Okay. Ah, hier ist eine Treppe. Als betrunkener Priester zu sterben, was für eine Schande Gottes. Der ist echt. Ich kann nicht einmal der Gräfin die letzte Ölung geben. Und Graf Odo, er war meinetwegen empört. Wäre ich doch nur ein Mann und kein betrunkenes Scheusal. Er redet nicht mit mir. Sagt der Warte auf König Charles. Keine Zeit für betrunkene Priester. Okay, dann kümmere ich mich um die letzte Ölung. Verzeih, Vater. Wo ist Graf Odo? Oh, Odo? Sein töricher Stolz bringt uns noch alle um. Ja, aber wo ist er? Wer bist du nochmal? Ohne noch mehr Wein kann ich nichts sagen. Mein Gedächtnis ist ganz vernebelt. Das liegt am Wein. Okay. Odos Gattin Theodore ist verwundet und ruht sich im großen Schlafgemach aus. Walter könnte Odos Aufenthaltsort geben, wenn er etwas mehr Wein erhält. Also ich könnte jetzt erstmal weitergehen, ihn hier mehr Wein bringen oder zur Gattin gehen. Das große Schlafzimmer, wo finde ich denn das? Wieder mein Tagebuch, aber unvollendet. Hallo? Jemand hier? Kriege ich nicht in der Küche mehr Wein unten? Oder hier irgendwo? Interagieren. Eine Flasche Wein für den betrunkenen Priester. Als bräuchte er noch eine. Der braucht noch eine. Hier ist dein Wein. Fällt dir jetzt wieder ein, wo Graf Odo ist? Wein? Süßer, teurer Wein. Das Wasser des Lebens. Das Blut Christi. Das feurige Phlegma der Welt. Es ist nur Rotwein, mehr nicht. Du kannst ihn haben. Oh, der Himmel hat meine Gebete erhört. Jetzt kann ich sterben. Bevor du stirbst, wo ist Graf Odo? Odo? Ich weiß es nicht. Doch sein Weib liegt verwundet in ihrem Schlafzimmer. Sie könnte es wissen. Im Obergeschoss, entlang des Hauptganges. Hier. Der Schlüssel. Danke. Die Tür ist verschlossen. Danke. Ja. Ich sollte in Odos Schlafkammer. Im Obergeschoss. Also hier geht's nicht weiter hoch. Ich kann aber hier außen lang gehen. Da hinten ist es nämlich. Okay, Schlüssel zu Odos Schlafgemach. Habe ich bekommen. Ich sehe die Tür auch auf jeden Fall. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ah, guck mal, da. Das hier sieht auch gut aus. Na, den Schlüssel habe ich nicht. Den hat er mir nicht gegeben. Hm. Könnte auch ein Schlafgemach hier sein. Obergeschoss. Gibt es noch einen Eingang auf der anderen Seite hier irgendwo? Da ist ein Schlüssel noch.
bin ich wieder auf der Vorderseite des Palastes. Aber hier sind keine Eingänge mehr. Warum hat der... Also passt der Schlüssel denn nicht eben da? Warte mal, ist dann da... Da ist ein Fenster offen, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Oh. Und da sind aber diese beiden Wachen. Aber da muss ich hin. Da. Ich muss dann da zu dieser Tür. Versuchen wir mal mit den Besoffenen hier die Wachen vielleicht wegzulocken. Freibier, hier entlang. Hier lang, ja? Na gut. Da, da, da. Geht. Du hattest genug, mein Freund. Wo ist mein Met? Schleimige, aalige Schlangenkeile. Dies ganze Gegend stinkt nach leeren Fässern und Enthaltsamkeit. Der hat hier oben auch echt nur die fettesten Wachen stehen, ey. Nur die dicken Klotzer. So, hier ist die Tür. Und da passt jetzt wahrscheinlich der Schlüssel, oder? Hoffen wir mal. Okay. Das letzte Abendmahl. Die letzte Ölung. Oh du, mein Herz. Bist du es? Nein, du bist zu groß. Bist du der Priester? Oh, mein Licht wird schwach. Ich sehe nur noch Umrisse. Vater, wirst du mir die Beichte abnehmen? Okay. Ja. Ich bin der Priester, werte Dame. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Hochmütig zog ich ohne Rüstung in die Schlacht und dachte, der Herr würde mich schützen. Jetzt liege ich im Sterben und werde meine lieben Kinder nie wiedersehen. Wo sind sie, Vater? Sind sie sicher? Sie sind in Sicherheit. Bei einem guten Mann, Walter von Zins. Sei unbesorgt. Danke. Aber Vater, bitte, wirst du eine Nachricht überbringen von einer sterbenden Frau an ihren geliebten Gatten? Das werde ich. Was soll ich Graf Odo ausrichten? Dass er ein guter Mann ist. Dass er leben muss. Für unsere Kinder. Für Paris. Für das Frankenreich. Er darf nicht für den irren König sterben. Ich verspreche, ich werde es ausrichten, werte Dame. Wo finde ich deinen Mann? Eingeschlossen in seinem Heiligtum. Seinem Heiligtum? Den Flur hinunter, am anderen Ende der Halle. Mein Mann hofft immer noch, dass Charles kommt und die Stadt rettet. Eingeschlossen, sagst du? In seiner Schreibstube ist ein Schlüssel. Nimm ihn. Hilf meinem Mann, wie immer du kannst. Der Tod holt mich zu sich. Langsam und lautlos. Wie ein abendlicher Schatten. Die Lieder so schwer. Mutter, wo bist du? Leb wohl, werte Dame. Tja, Verluste auf beiden Seiten, ne? Nicht nur die Nordmänner verlieren Leute, auch hier sterben Unbeteiligte. Und sie wollte draußen vor der Stadt, also vor den Türen, nur Leuten helfen und wurde dann von einem Pfeil getroffen. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Stelle Graf Odo von Paris zur Rede. Da ist das Arbeitszimmer. Was würde unser Tod nützen, mein Herr? Dein Weib liegt im Sterben. Geh zu ihr. Deine Pflicht als Ehemann. Meine Pflicht ist hier.
Wenn Charles und sein Herr kommen, werden wir mit ihm kämpfen. Dann zermalmen wir die Heiden zwischen dem Hammer Charles und dem Amboss Paris. Geh, Walter. Steh meiner Gattin bei, so gut du kannst. Gott hat scheinbar ein anderes Schicksal für mich erwählt. Der Priester hat recht. Leg die Waffen nieder. Rette deine Stadt. Ist bei euch Nordleuten der Kampf nicht die beste Art zu sterben? Komm, trink ein Glas Wein mit einem Todgeweihten. Ich habe schon viele Krieger nach ihren Müttern rufen hören, als ihr Blut den Boden tränkte. Ich bin nicht mehr sicher, ob das die beste Art zu sterben ist. Deine Frau ist schwer verwundet. Ein Pfeil in den Bauch. Ich war bei ihr. Sie wird die Nacht nicht überstehen. Und ich die nächste Viertelstunde nicht. Sie sagte, du sollst stark sein, für deine Kinder. Wirf dein Leben nicht für einen irren König davon. Sieh dir diese Glasmalereien an. Kostbar und zerbrechlich. Für jedes Einzelne brauchten die Künstler von Ebrokas Jahre. Meisterhafte Arbeit, das ist wohl wahr. Wir brachten sie zum Schutz hierher. In der Hoffnung, dass eure Horde sie hier nicht in Stücke schlagen würde. Du sagst, ich soll meine Stadt aufgeben? Meine Ehre begraben? Den Rest meiner Tage in Siegfrieds Gefangenschaft verbringen? Was würdest du tun? Ich würde kämpfen. Und eines Tages werde ich mit der Klinge in der Hand sterben. So werde ich untergehen. Aber heute ist nicht dieser Tag. Und wenn ich dich zu Boden stoße und du blutend nach deiner Mutter rufst? Er will kämpfen. Meine Mutter ist lange tot. Komm, Nordling! Blute für Paris! Wenn ich blute, dann für den Rabenclan. Dein Fenster ist kaputt. Und jetzt kommst du wieder her. Ich schubse dich durch den ganzen Raum, wenn es sein muss. Und jetzt kommst du wieder hierher. Und das nächste Fenster ist kaputt. Die schöne Kunstarbeit. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Nice Drehung. Aber wir sind hier nicht beim Tanzen. Zwing mich nicht, dich zu erschlagen. Die Ehre fordert, dass einer von uns stirbt. Ehre ist für die Schwachen. Oh, das hat er noch geblockt. Er schwingt ganz schön viel sein Schwert hier, ey. Verleih mir deine Stärke. Ach. Na, kriege ich seine Haltung noch durchbrochen hier oder so? Au. Der heilt sich. Ich glaube, es hackt. Bevor ich seine Haltung durchbreche, ist er schon tot. Nämlich jetzt. Das war's. Wobei, noch lebt er.
Eine feine Klinge für einen feinen Krieger. Gut gekämpft, Odo. Aber nicht gut genug. Mhm. Schenk mir einen schnellen Tod. Mach kein Spektakel aus meiner Niederlage. Das sind nicht Siegfrieds Hörner. Charles und sein Herr. Er kommt rechtzeitig, um die Stadt zu retten. Nee, oder? Oh doch, es ist Charles. Sie kämpfen nicht. Ich sehe die Fahne der Waffenruhe. Siegfried und Charles werden verhandeln. Ich muss dort sein. Ich muss gehört werden. Und ich auch. Oh. Doch ich bin dein Gefangener. Dann gebe ich dich frei, auf dein Ehrenwort die Waffenruhe zu halten. Riskant. Danke, so sei es. Klingt alles sehr riskant. Jarl Siegfried, ich biete Silber als Geschenk, als Zeichen der Liebe und Freundschaft zwischen uns. Lass uns Frieden schließen. Warum macht er das jetzt, der Charles? Silber für Waffenruhe? Keine Waffenruhe, sondern ein Pakt. Ich ernenne dich zum Grafen von Rodomo und du beugst das Knie vor deinem König. Ich beuge mich keinen Holzgöttern, geschweige denn Menschen. Dennoch werde ich mich beraten. Eivor, den Göttern sei Dank, du lebst. Und du auch. Gut. Ich habe es in den Palast geschafft. Odo hätte die Stadt aufgegeben. Aber... Aber Charles wedelte mit der Fahne der Waffenruhe. Tja, und du? Ich habe derweil mit meinen Tarnen den Bastardprinzen festgesetzt. Er ist in der Nähe. In Sicherheit. Eivor! Den Mutigen gehört wirklich die Welt. Den Glücklichen und den Mutigen. So sagt man, ja. Und Charles, er bietet uns einen Haufen Silber? Das tut er, in der Tat. Wir müssen nur davon segeln. Er bringt genug Schätze mit, um jeden Kriegstarn hier unfassbar reich zu machen. Jeden, der noch lebt. Unser Leben für Silber aufs Spiel zu setzen, das ist unsere Art. Nun, nehmen wir sein Angebot an? Bei Lokis blutigen Eiern, ja. Und nenn ihn ruhig König, wenn es den alten Troll glücklich macht. Aber der geht doch nicht vor ihn auf die Knie, der Siegfried. Nimm das Geld des Königs, man kann Charles nicht trauen. Ich kenne Charles besser als ihr. Er könnte uns in den Rücken fallen. Soll er doch. Und wenn er es versucht, nehme ich ihm sein Silber und seinen Thron. Wir kamen für Reichtum und Frieden für unseren Clan. Wir können nicht das ganze Frankenland erobern. Wir sind zu wenige. Charles, wir nehmen dein Geschenk an und gewähren im Gegenzug Frieden. Siegfried. Dieser Mann, Siegfried, schwört, mein treuer Freund zu sein. Und schützt fortan unsere Lande in Amiens und Rodomo. Gotzelin, Ibert, meine Frau sind gestorben bei dem Versuch, Paris vor diesen Flusspiraten zu retten. Und jetzt bietest du ihnen das Silber, das wir dir gaben, um uns zu beschützen? Bist du irre? Warte, das wissen wir schon. Lass mich lieber fragen, bist du ein Feigling oder ein Narr? Siegfried schwört, unsere Lande im Norden zu schützen. Wenn du mein Geburtsrecht weggibst, bist du nicht länger mein König. Graf Odo, ich habe dich im Kampf besiegt und dein Leben verschont. Ehre unsere Waffenruhe. Diese Heiden weiß mehr über Ehre als mein König.
Heute war ein guter Tag. Aber langer Reden bin ich überdrüssig. Wir nehmen unser Silber und gehen. Ihr Franken könnt bleiben und euren Zwist fortsetzen. Halt! Eine letzte Sache. Eivor von Englerland. Bringe mir meinen Sohn. Prinz Bernhard. Nein, das will ich nicht. Das ist jetzt, das ist natürlich hart jetzt, aber ich will den Sohn, ich will das nicht machen. Ich kann den Jungen niemandem wie dir überlassen. Es steht ihm frei zu gehen, wohin er will. Du widersetzt dich mir? Jetzt weißt du mal, wie das ist. Kriegkönig, ich nehme mir dein Silber und deine Eier. Brich nicht den Frieden wegen eines kleinen Jungen. Bernhard ist nicht irgendein Junge, er ist mein einziger Sohn und Thronfolger. Was denn, hast du vergessen, wie man Kinder zeugt? Das ist noch nicht vorbei. Eivor von Englerland. Oh, das war die... Wir haben einen großen Sieg und einen großen Schatz errungen. Mhm. Kommt, feiern wir. Er hat mit seiner Dämonenstimme gesprochen. Aber er hat auch schon mal Eivor gegenüber sein Wort gebrochen. Und ich will den Sohn ihnen nicht geben. Nee. Hat der Kleine nicht verdient. Morgen begraben die Franken ihre Toten und danken ihrem Gott, dass sie noch leben. Das sollten sie, denn Paris wurde heute kaum geküsst. Sollten wir diese Mauern erneut durchbrechen, fletschen wir die Zähne und beißen zu. Und sollte Charles es für billig halten, gegen uns das Schwert zu erheben, erinnern wir ihn an das Funkeln unserer Äxte. Er soll sich an den roten Dunst erinnern, an den Geschmack des Eisens. Erfreut euch am Festmahl! Wer mehr trinkt als ich, kriegt eine volle Tasche Silber. Skål! Das ist aber eine harte Aufgabe für Silber. Das schafft auch niemand. Da brennt eine Charles-Figur. Okay, so, wir können uns hier unten noch mit ein paar Leuten unterhalten. Viel passiert, lange Episode und so. Ob das nun eine richtige Entscheidung war, den Sohn nicht zu übergeben? Es war halt meine Entscheidung. Ob sie jetzt richtig war oder nicht, ist was anderes. Aber ich wollte den Sohn einfach nicht ausliefern. Weil das ist ein guter Junge. Und Richardes kümmert sich echt gut um ihn. Und Charles würde ihn einfach nur versauen. Also, wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Mal gucken, was ja noch kommt. Erfreue dich an den Festlichkeiten. Bin mal gespannt, ob die Festlichkeiten hier so bleiben oder ob hier noch irgendwas geschieht oder ob wir die Rache von Charles noch zu spüren bekommen. Mit seiner Dämonenstimme. Also Leute, lange Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge hier. Ciao, ciao.